رمضان فرصة العمر ونور في مدى الدهر. السلام عليكم ورحمة الله. Mein Name ist Bekir und heute zeige ich euch, warum es so viele Menschen hier gibt und was diese Tische überhaupt hier bedeuten. Kommt mal mit. Also ich stehe hier fast in der Mitte von der Fläche und wir sehen hier die Gesangsgruppe und rechts und links nochmal die Beamer vom bekannten Medienteam Deutschland, der meistens in der Maulzeit für euch bekannt ist. Die werden heute auch vor Ort sein und oben in der Mitte sehen wir auch noch zwei Lichter, die uns heute die Fläche beleuchten werden, weil wir den Iftar heute nach dem Sonnenuntergang machen werden. Und der Grund für unsere Versammlung ist heute das gemeinsame Fastenbrechen, veranstaltet von der Al-Hidayah-Moschee, dem islamischen Verein für wohltätige Projekte, für ganz Peine und für Männer und Frauen, Kinder, Große, Alte und junge Leute. وبالأذكار نرتاح وتسعد فيه أرواح من الإفطار للفجر ففيه بهجة المحيا وفي بركاته نحيا فزان الدار والحيا ومنه نفحة الزهر فعيني في مظاهره وقلبي في أواخره وعيدي من مفاخره وفجر العيد منتظري تألق في معانيه وأشرق من مبانيه تراه في مراميه دليل الأجر والصبر فأوله لنا عهد وأوسطه das uns die Sicherheit gewährt. So sollten wir uns davor hüten, der Bevölkerung Schlechtes anzutun. Der Islam verbietet uns, diesem Land und seinem Volk Schaden zuzufügen. Wir sehen dieses Land als unsere Heimat an. Wir wollen die Wohltat dieses Volkes durch unsere Wohltat revanchieren. Wir verweisen die Muslime auf den richtigen, gemäßigten Weg des Islams. Dazu zählt auch, dass die Jugendliche keinen Umgang zu schlechten Menschen haben sollen, die mit Drogen, Diebstahl, Einbrüche und Schlägereien zu tun haben. Aber viel schlimmer ist die Gefahr, dass Jugendliche von falschen Gruppierungen verführt, gelockt und angeworben werden. Unsere Maxime lautet, keine Nachlässigkeit und keine Übertreibung, kein Terrorismus oder Extremismus, sondern Mäßigung, Ratschläge, Sanftmut und Lehre. Wie